Kerzen im Dienst der Wissenschaft. Im Feinstaublabor der EMPA Dübendorf testet Robert Gehrig, wie stark Kerzenrauch die Atemluft in geschlossenen Räumen verschmutzt. Erste Resultate hat er bereits. Sie lassen aufhorchen. Mir ist sofort aufgefallen, dass bei diesen Kerzen, wie bei allen Verbrennungen, sehr feine Partikel entstehen in einem Grössenbereich, wo in die Lunge gehen und dort abgelagert werden beim Einschnaufen. Ganz frappant ist der Unterschied zwischen einer Kerze, die ruhig brennt, und einer flackernden, unruhigen Kerze, die die Partikelemissionen rasant zunehmen. Feinstaub in der Lunge wegen ein paar Kerzen? Mit einem systematischen Test will Robert Gehrig zeigen, wie hoch die Verunreinigung durch die gebräuchlichsten Kerzentypen ist. Die Kandidaten: eine dicke Wohnzimmerkerze, eine Duftkerze, ein kleines Teelicht, die Kerze für den Tannenbaum und gleich noch eine, aber aus Bienenwachs, und zum Schluss der Kerzenleuchter für den besonderen Moment. Für den Rauchtest muss jeder Kandidat während einer Stunde in diese Box. Sie filtert die Raumluft und sorgt für natürliche Luftzirkulation. Jede Kerze brennt zunächst ruhig und dann flackernd, während die Messgeräte Größe und Anzahl der Feinstaubpartikel registrieren. Zu den gemessenen Kerzenemissionen addiert Gehrig eine Grundverschmutzung, die in Innenräumen auch ohne Kerzen normalerweise vorhanden ist. Feinstaub aus Verbrennungsprozessen. Das ist auch im Institut für Anatomie der Universität Bern ein Thema. Bekannt ist, Rauchpartikel von Kerzen bleiben besonders lange in der Luft, weil sie extrem klein sind. Peter Gehr und sein Team untersuchen, wie sie sich in der Lunge verhalten. Sie werden eingeschnaufen und gehen durch den Luftweg tief in die Lungen hinein. Und je kleiner sie sind, desto tiefer gehen sie in die Lungen. Also, sie gehen hier durch die Luftröhre und die Luftröhre verzweigt sich x-fach, zwischen 20 und 30 Mal. Und dann kommen sie hier in den peripheren Bereich, wo sie nachher in den Lungenbläschen auf der Wand abgelagert werden. Ihr seht hier verschiedene schwarze Flecken, das sind nichts anderes als Ansammlungen von solchen Partikeln. Der Durchmesser eines Partikels aus Kerzenrauch liegt im Schnitt bei 100 Nanometern. Dafür müsste ein Haar rund 700 Mal aufgespalten werden. Gehrs Team ist es gelungen, mit dem Elektronenmikroskop Aufnahmen zu machen, die beweisen, dass solche Kleinstpartikel sich nicht nur auf dem Lungengewebe ablagern, sondern auch in Lungenzellen und Blutgefäße eindringen können. Partikel sind abgelagert worden auf der Lungenoberfläche und dort werden sie von Zellen aufgenommen, können von Zellen aufgenommen werden. Wir sehen hier eine ganze Gruppe von solchen Partikeln. Ich kann das stärker vergrössern. Dann sehen wir hier die Partikel in verschiedener Grösse, da sicher im Nanometerbereich. Partikel aus Kerzenrauch sind besonders gefährlich. Die sind so klein, dass sie eben in Zellen hineingehen und dass sie sogar durch die Zellen durch ins Blut können gehen und in allen Organen verteilt werden. Nicht zuletzt auch findet man es im Hirn. Die Langzeitfolgen solcher Nanopartikel in Organismus und Hirn sind noch unerforscht. Im Feinstaublabor der EMPA Dübendorf hat Robert Gehrig die Resultate ausgewertet und auf einen durchschnittlichen Wohnraum umgerechnet. Das Resultat: Das Teelicht schneidet am saubersten ab. 5000 Partikel, das heißt, es hat pro Kubikzentimeter immer 5000 Partikel. Bereits mehr als doppelt so schmutzig die Duftkerze. Bei den Christbaumkerzen fällt auf, die handelsübliche Paraffinkerze verschmutzt die Atemluft gleich stark wie die Variante aus Bienenwachs. Den zweithöchsten Partikelwert hat die Wohnzimmerkerze und wie erwartet die größte Feinstaubschleuder, der Leuchter mit 4 Kerzen. Die Feinstaubemissionen einer Kerze hängen von vielen Faktoren ab. Eine wichtige Rolle spielen die Dochtdicke, die Kerzenform und die Luftströmungen in der Nähe der Flamme. Keine Rolle spielt das Aroma der Duftkerze. Die Duftmoleküle verbrennen zwar auch, ihre Menge ist aber verschwindend klein. Was bedeuten die Testresultate für die Atemluft? Für diese Einordnung berechnet Gehrig den Durchschnittswert aller gemessenen Kerzen.
Die normale Raumluftverschmutzung ist darin bereits enthalten. Diesen Gesamtwert vergleicht Gehrig mit der Luft in einer Schweizer Großstadt. Ich habe aus meinen Messungen mal ausgerechnet, was Kerze nach einer Stunde Brennzeit eine Feinstaubbelastung in einem Raum bewirkt. Wenn die Kerze ruhig brennt, führt das zu rund 35 Mikrogramm pro Kubikmeter Konzentration, mehr als doppelt so viel, wenn sie flackert. Wenn man das vergleicht mit normaler Stadtluft von rund 20 Mikrogramm pro Kubikmeter, sieht man, dass selbst ruhig brennende Kerzen durchaus eine Erhöhung der Raumluftkonzentration zur Folge haben. Die ohnehin schon verschmutzte Stadtluft, hier blau, ist also immer noch um ein Mehrfaches sauberer als die Luft im Wohnzimmer, wenn eine Kerze brennt. Deshalb empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit zwei Maßnahmen. Die erste, ruhiger Standort ohne Zugluft, damit Flammen weniger flackern. Und die zweite, je mehr Kerzen, desto häufiger lüften, spätestens vor dem Schlafengehen.